Leute und willkommen beim Speedshop. So, wir haben spät abends und da ist willkommen. Karl. Ja, der Karl ist ja auch da. Ja, wir haben uns entschieden, es ist uns arschkalt, aber wir haben gedacht, das ist arschkalt genug hier draußen und hier drin ist wärmer wie zu Hause. Zu Hause ist eigentlich wärmer, ne? Ach, ich habe. Geht doch, ist okay hier. Das Fahrrad. Naja, gut, komm. Wir haben hier jetzt gedacht, komm, wir bringen jetzt mal eben das Auto zum Laufen, ne? Was haben wir dran gemacht? Nix. Ich habe jetzt hier den Zahnriemen kontrolliert, Teilriemen kontrolliert, Lichtmaschine ist gängig alles, Elektrocheck habe ich gemacht, Anlasser dreht alles, Motor dreht super, Öl in der Zylinder ist ein bisschen drin, Zweitaktöl, Kerzen habe ich ausgebaut, Sauger auch wieder eingebaut. Wir haben noch keinen Verteiler, der liegt bei mir auf der Werkbank, ist leider vom anderen Hersteller wie der jetzige. Das mag auch nicht so schlimm sein, also Udo, mein Verwerter des Vertrauens, sagt, das müsste passen. Hier ist der Stecker. Die wird wahrscheinlich, wenn er laufen wird, lauter wie ein Panzer, weil ich glaube, die Lambda-Sonde fehlt. Die haben sie, glaube ich, abgebaut, weil hier hängt und bauen noch einen Stecker rum, weil sie sind irgendwie Lambda. Das ist ein Lambda-Stecker hier, glaube ich. Dieser hier. Und die zerbrochene Lambda-Sonde, die irgendwo hier drin rumfliegt, die ist noch ein anderes Indiz dafür. Aber egal. Testen, ne? Gut. Das heißt, wir müssen jetzt eine Zündfunke herstellen. Guck mal, die Einspritzung sieht sehr gut aus. Alles schön sauber, so muss das sein. Tank haben wir jetzt nicht rausgenommen. Ich könnte jetzt rein theoretisch die Benzinpumpe freilegen. Konnte jetzt gucken, ist da jetzt irgendwas im Arsch? Ist da Rost im Tank oder sowas? Aber ich habe Zündung umgedreht, Benzinpumpe lief. Und das reicht mir persönlich, ne? Für meine Gurken-Wiederbelebung hier. Ne? Wenn er nachher nicht mehr läuft, ist der Filter halt dicht. Da haben wir Pech gehabt. Gut, das heißt, ich habe Sprit geholt, 5 Liter. Die gucken wir nachher noch drauf. Nachdem wir die Zündung ins Tank gesetzt haben, damit wir den Sprit ein bisschen verjüngen. Tankanzeige schlägt so gut wie gar nicht mal aus, also haben wir den Wagen damals leer gefahren, bevor wir ihn abgestellt haben. Hat seine guten und schlechten Seiten, wo keine möchtigen Spritpisse mehr drin, aber ich schätze mal, wenn wir Pech haben, haben wir eventuell wirklich Rost im Tank. Aber so Tank Einfüllstutzen, wenn ich jetzt reingucke, so, sieht das noch sehr gut aus. Ne? Ich glaube, wir haben Glück bei dem Wagen. Ich glaube, wir haben da wirklich Glück. Deswegen testen wir es mal aus. Ja, das ist der Plan. Ich hole jetzt den Verteiler. Ich muss auch aus dem Auto die Y-Spange holen, die unten festhält, weil die fehlt nämlich auch. Die müssen mitgenommen von dem Astra, wo ich die ausgebaut habe. Dann testen wir mal. Und warum ich die jetzt austausche? Ganz einfach. Die war vorher ausgebaut. Die lag hier so im Auto drin. Und ich schätze mal, dass der Wagen deswegen stillgelegt wurde. Ich weiß es aber nicht. Liegt sie auch noch heile? Wird sich zeigen. Kann auch eine andere Macke sein. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon dabei bin, wäre richtig. Ne? Das ist gut, ne? Sieht nicht gerade sehr vertrauenserweckend aus. Guck mal, komplett zerkaut die ganzen Gabel. Ja, vor allem sind verschiedene Stecker drin. Es sieht so ein bisschen so aus, als hätte er damals auf seinem Schrottplatz, der Vorbesitzer von dem Ding, ne, sich da irgendwas zurechtgefrickelt und geguckt, so, das passt so, oder das ja, ist. Ja, die haben alle verschiedene Farben und sind ja, so ein anderes. Ja, genau. Irgendwas anderes. Aber guck mal, wiederum der hier auf der Kappe sieht wieder anders aus. Die Kappe ist übrigens neu. Guck mal, siehst du? Die Kappe ist nicht, die haben der da neu gekauft. Da muss man nur das Heu rausmachen. Ja, uff. Neuwertig. Ne? Wasser ist drauf. Hört ihr? Blubbert alles schön. Streichen ist alles. Der Wagen sieht echt verblüffend gut aus. Er sieht jetzt für euch scheiße aus wie ein Haufen Schrott, ne? Was hast du da? Guck mal, da ist sogar mehr Frostschutz drauf. Das ist das andere. Das kennt man von meinen Autos gar nicht, dass da Frostschutz drauf ist. Ja, sieht, oder scheiße, ne? Wenn du immer, wo du reinguckst, auch wenn du das Öl anguckst und sowas, ne? Guck dir das an. Ja, das ist ja noch braun. Ja, ist aber zu voll. Aber es ist braun. Hat es reingeregnet? Das glaube ich nicht, aber ich schätze mal, dass das Öl relativ frisch ist. Ist ein Wechselzettel irgendwo drin? Siehst du irgendwo einen? Oder ein Aufkleber vielleicht? Dass wir mal gucken können, bei welchem Kilometerstand die was gemacht haben vielleicht? Glaube ich nicht, oder? Ich habe ein Checkheft für den Wagen. Nee, habe ich nicht, oder? Ja, wir haben hier ein erstes Handfahrzeug. Das ist tatsächlich, ich schätze, da ist mehr ran gepflegt, wie hier bei den anderen Gurken, die wir meistens stehen haben tatsächlich. Was ist das denn? Autohaus Altmann, ausgeführte Arbeiten. Kerzen. Ach du Scheiße, ich kann das nicht lesen. Bei Kilometer 91.081. Oder? Nee. Aber wir haben Opel Hochleistungsbremsflüssigkeit. Das reicht doch vollkommen aus, wir wissen Bescheid. Ökoservice. Und Ökoservice mit der Flex. Den mache ich auch immer. Da fleckt sich das Ding in der Mitte durch und das ist das gut. So, gut. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal eben kurz zu unserem hier neuen Verteiler. Ich habe da auch andere Zündkabel dabei. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die Kabel passen, weil die sind vom Astra-Motor. Astra F hat solche Röhrchen drauf gehabt. Der Motor ist eigentlich fast baugleich oder sehr ähnlich.
Aber ich schätze, mit ein bisschen Gefrickel passt das vielleicht sogar. Wir sparen uns einiges an Arbeit. Da sind wir ja richtig mit dem Gefrickel. Das ist ein weißer Frickel von dem Herrn. Hier. Ist das hier dreckig? Hier ist ein bisschen Scheiß drin, aber das geht halt, ne? Kann man nehmen. Bremsenreiniger regelt. Sehe ich auch so. Da muss ein bisschen, weil wir nicht für den Arsch machen hier. Da wo, und hier wohnt keine Maus drin, kein Eichhörnchen, nix. Ne? Weißt du, den Trabi? Von einer anderen Welt. So, ich gehe mal eben kurz zu unseren. Interessant mal, wie der Luftfilter darin aussieht eigentlich, ne? Die habe ich noch gar nicht angeguckt. Wir fahren ja ohne Luftfilter. Ich glaube, jede Luft, die da oben kommen kann, die ist sauberer, wie das, was in dem Gehäuse drin ist. So sehe ich das wenigstens. So, gucken wir mal eben. Hier ist ein Getüdel. Hier, guck mal, das ist ein anderer Hersteller. Udo sagt, der passt trotzdem. Und ich glaube Udo das, weil Udo ist wirklich ausgemachter, extremster Opel-Experte. Das ist die obere Seite mit der Markierung, die ist hier. Da ist das Loch. Oh ja, yeah, ich muss noch eine Schraube lösen. Hier eine Schraube in der Mitte. Eine Kreuzer. Pass auf, jetzt ist ein nagelneu der Ölfilter. Luftfilter, haben wir Glück gehabt. Guck mal eben, wir müssen hier mal eben. Das ist das Loch. Die brechen übrigens gerne mal ab, diese Dinger. Da musst du ein bisschen aufpassen. Nee, nicht, dass ihr diesen Scheiß im Arsch habt irgendwann. Ne? So, drehen. Muss mich genau in das Loch passen. Ich habe als Kind schon mal als Jugendlicher oder als Gurkenschrauber früher schon mal einen geschrottet tatsächlich. Wenn die Kappe jetzt runternehmen, wäre viel einfacher. Da geht noch klar. Der lag übrigens unter freiem Himmel auf dem Schrottplatz. Der kann nur gut sein. Ja, der passt. Hey, was ist das denn? Ich sage einfach mal ein geflicktes Auto. Guck mal da rein, der ist ja noch nicht mal, der hat nicht mal ein bisschen Dreck angesaugt. Nein, der ist neu. Ja, 100%. Das ist gar nichts guck hier. Dir mal, guck eine der. Tote Mücke ist hier drin. Oha, und die ist schon 16 Jahre da drin. Geil. Ja, willst du mehr? Wir brauchen noch nicht mal einen neuen Luftfilter einbauen. Ja. Den lassen wir drin, der ist ja noch neuwertig. Ups. Und die Schrauben. Vergleich dazu, guck mal, wie das hier aussieht. Ja. Muss ich ein bisschen drehen noch, warte. Nee, noch das ist ich mach das. Ist egal. Ne? Können wir später machen. Wir starten auf jeden Fall gleich ohne, würde ich sagen. Für den Sound. Genau. Und für die Fehlzündung. Und fürs Feuer. Ne? Ganz wichtig. So, der passt schon mal. Hundertprozentiges Ding. So, ich muss hier kurz gucken. Wir haben hier eine Gegenmarkierung. Die müssen wir ungefähr erstmal mittig abstimmen, dass sie ungefähr sitzt. Wir können die Zündung ja gerade noch nicht ausblitzen ohne laufenden Motor. So. Dann die Kappe wieder drauf und der Stecker müsste auch passen. Da sieht nämlich passend aus. Ich sage Udo ist Opel Guru und weiß sowas. Ne? So, Y-Spange holen, die das Ding unten festhält. Und ob die Schraube auch abgebaut wird, ich muss eine andere Schraube holen. Bauen wir ein. Guck mal, das sieht genauso abgefuckt wie der ganze Motor. Das passt doch, richtig ja. Gut ins Bild. Ne? Zeitgerechte Instandsetzung. Hundertprozentig. Der ist fast genauso alt. Aber mit ein bisschen Licht. Keiner hat sich immer gekümmert. Besser ist das. Sieht der Motor noch ein bisschen ranziger aus. So, wir haben hier diese Y-Spange. Die sitzt hier unter. Die hat diese ganze Giraffe so ein bisschen fest. Wenn der Herr läuft, der will jetzt nur ein bisschen nach Gehör erstmal ein. Ich hätte schwören können, das ist eine Mama. Das ist die Eugen. Und ich dachte, passt nicht. Ist das so krass. So. Jetzt kann der Amateur hier weiter amateuren. Passt das? Guck mal, so muss er doch aussehen. Wo soll diesen scheiß Spangscheiß da hinkommen? Ich darf nämlich nicht einsetzen. So. Mal Loch auf Loch. Ey, Alter, du sollst nicht dahinter gehen, du sollst woanders hingehen. Denn nicht, weil der Rappel dann alles nicht passt. Das ist wieder ein falscher Motor, weißt du? Geht aber, es passt. Dieses Hirter passt, das ist gut. Ich finde, dass man gut Astra-Teile an Opel Corsa schrauben kann, oder? Ja, Opel ist Opel, oder? Sehe ich auch so. Das ist dieselbe Katastrophe. So. Dann Verteiler ran. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir überhaupt hier, wie soll ich sagen, erstmal das richtige Zündkabel für die richtige Kerze treiben. Wir hoffen, dass das Längenmaß passt. Hast du die Kerzen schon mal rausgedreht? Ja, habe ich ja sauber gemacht. Ja. Auch Öl in den Zylinder reingefüllt, Zweitaktöl. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe das schon fertig gemacht, aber es war gar nicht online. So. Tada. Also müsst ihr bereit sein für der. Das Einzige, was ich ein bisschen auf gut Glück und fahrlässig mache, ist die Nummer mit dem hier, mit dem Tank, dass ich nicht vor auseinandernehme und da reingucke. Das hätte ich vielleicht besser machen können. Ne? Das ist ein Fehler, den ich mir selbst bewusst bin.
Aber ist ja egal, ich muss die Konsequenzen ja auch tragen. Das ist ja mein Auto. So. Klick, klack. Mittlere ist immer für die Zündspule. Also sieht schon mal gut aus. Besser wie vorher, ne? Ja, wie hier dieser ranzige Kram, der da oben liegt. Guck mal, der passt sogar. Der passt sogar auf die Zündspule. Opel Astra hat eine andere Zündspule optisch. Oder auch nicht. So, wie ist die lange? Das längste? Wartieren Sie einfach mal nach der Länge. Also Zündreihenfolge nach Zündkabellänge. Ja, ich habe keine Ahnung. Du? Nein, ich kann nur Bodenturm. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich versuche jetzt gerade halt. Ah, scheiße, die sind leicht lang. Ist doch immer 1, 3, 4, 2, oder? Beim Benziner. Eine schon, aber wo ist die 1? Ja, normalerweise da. Ja, aber wo ist die 1? Da vorne ist die 1 immer. Aber wo ist die 1 auf der Verteilerkappe? Steht drauf. Weißt du, wie lange dieses Motor am Freien. Oder musst du ihn auf OT stellen? Dann zeigt der Verteilerfinger zu 1. Das wäre eine Möglichkeit. Aber dann müssen wir ihn auf OT drehen und müssen dann in der Kerze rausnehmen und so was. Lass mal kurz gucken. Haben wir verschiedene Längen? Gibt es keine Gurkenvariante? Nee, ich überlege auch gerade. Gurkenvarianten gibt es eigentlich immer für alles. Guck mal, das könnte. Guck mal, der alte. Steht da was drauf auf der Kappe? Auf der Kappe, auf der alten. Ich glaube, die alten Kappen sind selber Schrott. Du hast da eine extra Kappe. Guck da mal, ob da Nummern draufstehen. Sind da manchmal für Dummies sind Nummern drauf? Eins. Und nur eins. Reicht doch. Eine Eins reicht doch. Aber welche Reihenfolge geht's denn dann? Ja, dann ist die 1 schon mal klar, dass die an 1 kommt. Der Rest machen wir immer noch länger. 1, dann dreht ja nach. Der Motor dreht ja nach rechts, oder nicht? Was ist denn 1? Wo sitzt die 1 denn überhaupt? Genau. Ja, wir gucken erstmal jetzt hier. Wir haben jetzt. Das ist Mathematik. Da wo das Ding ist hier, da ist da hier diese Kerbe dran, die da reinrutscht am Verteiler. Ja, ja. Aber das sieht irgendwie ganz anders aus. Ja, es ist ein anderer, es gibt zwei Hersteller davon, von den Dingern. Einmal diesen Hersteller, ich glaube, wie hieß der? Keine Ahnung, Tech. Und hier einmal der hier. Ich glaube, der war irgendwie Holz, oder wie der hieß, keine Ahnung. Holz, ein Verteiler aus Holz. Ja, genau. Hier, es sind zwei drauf, auf dem Zündkabel. Ich frage nur, ob der Typ es auch an zwei angeklemmt hat. Das glaube ich nicht. Das könnte aber nur zwei sein. Ne, 1, 3, 4, 2. Müsste die hier. Das passt nicht, Alter. Das passt nicht. Zwei konnte aber passen, ne? Du guckst, 2. 26. 28. Ne, das hilft mir auch nicht. Und 28 Ventile. Ich würd sagen, wir machen das jetzt nach Gurkenvariante und geben mal nach der Zündkabelreihenfolge. Länge. Passt sowieso nicht drauf, oder? Genau, um die falschen Zündkabel. Aber passt trotzdem, müsste doch passen. Du musst das Caption runterschrauben, oder? Geht ja nur mit oder ohne Caption. Müsste passen. Die passen, der Motor, den wir da hatten von dem Astra, der hat die Röhrchen drauf gehabt, so Führungsröhrchen. Die hat der nämlich nicht. Da sieht es so komisch aus. Aber eigentlich muss es funktionieren. Ja, ne? Zum Testen geht es auf jeden aber, Fall. Aber lass mal im Google anschmeißen, dass wir wissen, welcher ist. Sonst haben wir das Problem. Ich will ihn nicht falsch finden. Google ist unser Freund. Gidiv. Gidiv, genau. Ja. Let me Google that for you. Besser ist es. Na dann. So, 1, 3, 4, 2. Ganz einfach. Hier ist sogar eine 1 drauf. So doof, wir haben ja nicht gesehen. Hier, 1, 3, 4, 2. Wir haben natürlich kein V8 hier, das geht ja noch. So, 1, 3. Also muss der hier auf 3. So, die stecken wir da mal drauf. Hoffentlich passt das alles schön. Super. Dann haben wir eine 4. Das ist der kurze. Jetzt haben wir das wieder. Das ist schon drauf. Das steckt noch nicht. Ja, nicht richtig. Das ist nur so pro forma drauf. 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Dann haben wir jetzt den hier. Und der hier ist da. Also dem Ding nach muss das. Ich bin sicher, dass es passt. Ja, die Kabellängen passen jetzt auch. Das passt ja alles. Das passt. Das macht auch. Macht Sinn. Kabel verlegen werden wir noch nicht so richtig, weil. Doch, du musst die Füße hochstellen. Hier, das nach oben. Können wir nicht. Das nicht in Krümmer berührt. Können wir nicht, das muss so bleiben. Das sind die falschen Zündkabel einfach. Hier ist er auch die, nach oben. Das ist gut. Ach, so wird es etwas drehen. Na komm, dann. Ja, wir müssen das hübsch machen. Das sind Luxusprobleme, du. Na komm, dann lass uns auch gleich nochmal diesen Klicker daran machen. Das und hier so am bisschen, Motor. Genau. Das machen wir jetzt. Guck mal, das machen wir jetzt so richtig schick. Guck mal, so. Dann machen wir halt jetzt noch so. Da wird's klopfen.
ganze Autos auf den Haufen will. Aber die Zündkabel müssen verdichtet sein. Nein, Kranplätze müssen verdichtet sein. Zündkabel auch. Hier, guck mal. Ich habe ungefähr die Mitte hier ausgewählt für den Zündzeitpunkt. Das müsste eigentlich funktionieren. Das hat nur Sprit darauf, könnten wir auf die Kiste. Wenn der Sprit unten rausläuft, wissen wir schon mal, wir haben ein Problem. Rübensaft. Ne? Wollen wir den Rübensaft hinbekommen? Da hinten am. Hinten am Regal steht da. Ich tu mal den Altkram hier entsorgen. Achso, bevor der irgendwie meckert, ne? Der Sprit, der hier ist, der ist neu. Frisch gekauft, ich war Zeuge. Schmeiß nicht weg, die Kurse habt ihr auch drin, die sind doch gut. Du Althändler. Ich geh mal rein, wir sind in der Bude rein. So. Ich hab natürlich keinen Füllrüssel mitgenommen für den scheiß Dingsen. Muss man irgendwie da den hier da irgendwie reinwürgen und ich kann mir, der Wetter läuft gleich über. Weil er wahrscheinlich gleich nicht gegen diesen Widerstand laufen wird. Ich pass auf. Also du läufst gleich über für das Ding. Wir brauchen noch 1 Liter für einen Camaro, dann können wir ihn rüberfahren. 1 Liter? Übertreib's mal nicht. Oh, es läuft über, sag ich doch. Warum? Der ist so schnell eingefüllt hat. Der braucht 100 Jahre jetzt, weil er immer diesen komischen Ding da vorbeilaufen muss. Wir haben Zeit. Ich habe halt keine Möglichkeit, ihn reinzudrücken. So geht das. Richtig gemütlich. Das riecht so lecker. Oh, geil, ne? Oh, scheiße. Einiges hat Sprit und kein Diesel. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Oh, scheiße, ganze Finger sind voll mit Sprit. Da ist so ein Liebster-Schutz. Zu viel. Hast du keinen anderen Trichter? Nein, der ist gut. Da gibt's doch so einen Schnüppel zum Draufdrehen. Ja, den habe ich ja nicht. Die habe ich schon, dann fährt er da 10 Stück von. Ich habe keinen einzigen. Ich habe doch so einen Schnüppel. Warte mal, ich habe noch einen alten Kanister stehen. Ah, da ist mein Reinigungsdiesel drin. Da ist auch kein Schnüppel dran. Siehst du, da ist diese Klappe vor. Und dann müssen wir das leider vorbeilaufen lassen. Sonst passt das nicht. Dieser scheiß Schnüppelkram da. Das machen wir jetzt mal richtig, aber ohne, dass jemand zuguckt. So, ein zweiter Versuch. Mit Schraubenzieher. Mit Schraubenzieher. Das muss gehen. Ah. Da tropft nur so ein bisschen. Nee, tropft gar nicht. Hauptsache der Sprit kommt da irgendwie rein. Ob der Wagen jemals auf eigener Achse in der Tankstelle fährt? Ich bin gespannt. Ich hab die Hinterachse nicht angeguckt, ne? Kann auch sein, dass wir die Hinterachse angucken und dann merken wir sofort, das Ding ist total Panne. Ne? Kann das auch sein. Besser die B-Kurser-Nummer. Ich bin momentan so ein bisschen demotiviert durch den B-Kurser. Du wolltest noch was drin lassen. Ja, das ist ein guter Liter. Für einen Camaro reicht der. Oh. Das ist der frischer Sprit. Und das müssen wir den Boden noch ein bisschen auffoltern und das ist er wieder neuwertig hier. Ja, wird schon schief gehen. Oh, der Schraubenzieher, der wird noch nie so sauber. So, Deckel drauf. Und dann haben wir eigentlich fast schon unsere Ausgangsposition, nach der wir dann starten können. Ne? Und dann sind wir zu. Ja, da fehlt nicht mehr viel, oder meinst du? Und wollen wir noch irgendwas anderes noch manipulieren oder sowas? Ich würde sagen, los geht's. Sprit verfliegt von selber, so sehe ich das. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir noch mal die Streamkamera dazu an, weil das wollte ich gerne mit der Community live teilen. Ob der läuft oder nicht läuft. Und dann machen wir die Kamera nochmal dazu. Also nicht wundern, wenn ihr was doppelt seht, weil wir haben gedacht, wir machen das hundertprozentig doppelt gemoppelt. Denn der Spoiler eigentlich ein bisschen doof, ne? Sollte er laufen, wer nicht laufen, ist halt ein vollkommen langer Arsch ist. Mein Ende. Bester Spritvernichter übrigens auf dem Boden. Gut, ich würde sagen, ihr seht es gleich. Wir testen es jetzt aus. Für euch sind es ein paar Sekunden, für uns ist es ein bisschen Stream anschmeißen und dann gucken wir. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Kamera ist an. So, ab jetzt moderiere ich mal Video und nicht wundern. So, Hasis, pass auf. Wir haben hier unseren Aufbau und ich will wissen, ob er läuft. Stream läuft übrigens nebenbei auch, ne? Ja, grüß mal den Stream. So, komm, ich will das wissen.
keine Lichthupe machen. So, Max steigt ins Auto ein. Leerlauf, wenn ich schnell. Leerlauf machen. Der Zielpunkt hat übrigens alle gelaufen. Ich werde jetzt mal eben ein paar Mal vordrehen. Heißt, dass er ein bisschen auf Benzin kommt. Danke, der Lukas 95 hat 50 Mark gespendet. 50 Mark? Ja. Warte mal, ich muss mal gucken, das ging zu schnell. Für Malzbier, wenn die Bude läuft, können wir Party feiern. Großes Danke, Mann. Ohne Scheiß. Das ist hier vierfacher an Spritkosten, die wir reingeköpft haben in die Kiste. Hallo, PAGA. Danke, Alter. So, komm, Hochfahrer, probiert. Auch gegrüßt. Ich weiß besser. Wo läuft's raus? Ich riech nix. Aber ich hab's gerade pissen gehört. Da ist irgendwo Sprit raus. Oh! Wir haben nicht! Aber ist aber kein alter Sprit, siehst du das? Nee. Ist nichts Altes. Sollen wir mal testen? Dann machen wir eben eine Geruchprobe. Ich mach. Der riecht noch gut. Der ist gut, das ist Sprit. Also, für euch hier auf der Kamera, wir haben ein Spritleck. Ich muss erstmal die Latten da reinlegen, damit das Spritleck nicht unbedingt so durch meinen Boden durchsickert hier. Und da muss man mal eben, ich nehme den Wagenheber gleich hoch. Es ist egal, was wir machen, das läuft trotzdem da unten raus. Das gute Benzin. Das heißt, wir müssen uns eben eine Brücke basteln. So, ich will mal eben den Wagenheber unter der Hinterachse. Dann nehme ich den mal eben hoch und dann gucken wir mal eben, warum. 4 Mark von Felix 28123. Felix, großes Danke. Ich kann Fanpakete hinschicken. Felix, guck mal in die Videobeschreibung von den Videos, da steht das genau drin. Ist so. Genau so ist es. So, Jungs. Danke dir auf jeden Fall, ne? Wird auf jeden Fall gut investieren. Komm, ich hebe jetzt genau eine Hinterachse an, ne? Ich brich die jetzt hier auf weg und wir haben keine Sorgen mehr. Dann haben wir zwei Opel in Schrott geschmissen, ne? Wenn noch hat. Das wird noch fehlen. Oh, die ist runtergerutscht. Aber nichts passiert. Ich soll vielleicht meinen Gang reinmachen vorher. Meinst du, die wäre gut? Ja, Handbremse muss nicht sein. Nee, Handbremse traue ich mich nicht. Ja. Die geht, glaube ich, nicht wieder los. Die geht nicht mehr los dann, ja. Das ist immer so. So, das dürfte ja nicht mal runterrutschen. Max, was für ein Video kommt morgen? Opel Corsa B, zwei Stück. Einmal meine letzte Versuch, da was raus zu machen aus der Kiste. und dann die herbe Enttäuschung. So, das kommt immer eben da runter. Jetzt bin ich gespannt. Nicht wegsacken. Verarsch mich nicht, Auto. So, hab ich gerade einen Schreck gekriegt. Sicherheit. Ja, Sicherheit ist immer gut. Sicherheit. Ja, machen wir, warte. Du meinst so ein Notlag hier? Oh. Was geht heute denn? Ja, wir versuchen gerade den Counter zu starten. Ja. Aber der erste Versuch ist fehlgeschlagen. Ja. Weil irgendwie ist eine Benzinleitung im Unterboden ist undicht und da ist jetzt hier jede Menge Benzin ausgelaufen. Pass auf, und deswegen ist der Tank auch leer. Da haben wir die Pfütze. Ich schätze, das ist ungefähr die Höhe des Kraftstofffilters. Oh, Entschuldigung, Auto. Vielleicht ist keiner mehr drin. Hast du überhaupt mal nachgeguckt? Ich habe noch nie da unten gelegen. Sehr langweilig. So. Wo ist es nass? Ah, es könnte reparierbar sein. Es könnte reparierbar sein. Ja, ist ein Loch drin. Ja, ist. Aber da hat schon mal einer was gebastelt. Und ich muss mal erstmal Licht haben.
Das übliche Problem. Und meine Lampe hast du gerade in der Hand, scheiße. Wo kriegen wir denn das Licht her? Ich schieb dir meine Lampe. Genau, gib mir dein iPhone. Das iPhone ist gut dafür. So, dauert noch einen kleinen Moment. Aber die Woche ein paar Sekunden. Ich glaube, da müssen wir einen Schlauchkurs und wieder raufstecken, dann geht das. Erst ein Blick. Bisschen Verschleiß aufs Telefon. Danke dir. Oh. Ich versuche das mal. Ah, oh, guck dir mal an, da haben sie eine Klemmsteuer drauf gesetzt. Siehst du, hier ist eine Gummileitung, siehst du die? Da? Und die ist hier undicht. Und deswegen ist das da lang gespritzt, irgendwie zurückgespritzt und da raus. Ja, man sieht nicht viel. Also oh, hier, ich sehe euch auch Wasser. Guck mal, hier ist vom Benzin, für der Benzin, vom Filter ist auch was nicht. Schläuche sind in den Arsch einfach nur. Da, ich sehe den Filter. Ja, der ist undicht und der ist da auch undicht, da in der Ecke. Zwei Stellen. Und der Filter hat so gespritzt, dass das Benzin hier runtergespritzt ist bis da hinten hin. Also ist das große Loch ist hier. Wir müssen eine Gurkenspritleitung legen. Wir müssen das irgendwie basteln. Geht das? Ja, irgendwas basteln. Aber ohne Benzinpumpe geht das doch nicht, oder? Nein, aber wir können doch die Originalleitung nehmen. Ich finde, den Schlauch müssen kürzen. Ich gehe mal davon aus, das Schlauch ist Gott sei Dank nicht kaputt. Ich sage nur einfach nur eine Schelle ab oder sowas. Irgendwas in der Art. So, nächster Startversuch. Nach 2 Stunden. Livestream und allen möglichen Leitungen, die wir neu gezogen haben. Und ja, guckt euch es einfach an und wenn es nicht funktioniert, haben wir halt Pech gehabt. Also, los geht's. Oh, geil, dass der Halt hier funktioniert, ne? Überleg mal, wie der war jahrelang auf der Alf drauf gewesen. Auf der Ruderhaube. So, wir sind bereit für den nächsten Start, Alter. Ich bin noch ein bisschen Pause. So, oh, jetzt sehen wir aber richtig viel hier. Es dampft. Warte, ich mach mal den Klaus hier ein bisschen auf. Ich dachte, dass der Kegel abgeht. Ja, etwas Nebel hier. Denk an die Kamera, Klaus. Weitwinkel. So, wir können wir mal vielleicht kriegen. Geil, ne? Wenn so weit nach 150 Jahren wieder erwecken wird. Das ist kalt hier drin, ne? Draußen geht halt locker. Das stört nicht. Ah, Video nicht. Wir bin ich schon, ich bin in der Asche. Ah. So, hast du gesehen, die Flamme? Nein. Ach, oben. Jetzt lebt es. Das ist dann, in welche Richtung ist das dann falsch? Das ist Vorzündung. Wenn der Flamme rauskommt, aber dann zündet er zu früh. Dann haut er da raus. Zieh doch mal ein Jäckchen, oder? Ich hab mit keinem Bock noch wieder krank zu werden. Ich bin gerade dabei, wieder gesund zu werden. Ich weiß, du wirst nicht krank, ich aber schon. Ich muss damit leben. So, ich will jetzt ein bisschen Gas dazugeben. Ja, hast du es zurückgedreht? Ja, oder was willst du noch haben? Schlimm, dann geht er von selber auf so einen hier, wissen Sie, auf so einen vorprogrammierten Punkt. Ne? Mal gucken, ich stehe mal ein bisschen weiter. Ich will den Punkt erstmal finden. Früher habe ich einen Kopf gehabt. Ne? Ich hatte 5 Ziffern in der Nähe gehabt, ich weiß das nicht mehr. Thank you.
Puh! Alter Schwede, das ist der richtige. Also, Zündreihenfolge stimmt schon. Sonst Zündreihenfolge ist gut. Ja. Was für ein Zeitpunkt passt doch nicht so ganz. Nee, und aus dem Loch blubbert es raus. Von der Lampensäule. Ja, das ist doch blubbert erstmal. Wo ist die denn? Guck mal, da kann man denn nicht immer. So, jetzt fest. Das würde dagegen peitschen, ne? Es würde dagegen, das würde nicht laufen wollen. Da kann ich mal verteilen und dann rumdrehen, was ich will. Das tut mir auch nichts. Ich glaube, das ist nicht so richtig so die. So Hasis, Motor läuft. Schnurrt wie ein Kätzchen. Habt ihr gerade gesehen. Anfang ein bisschen rödelig, jetzt aber gut. Ein bisschen Luft in die Bude. Dann machen wir einen Kupplungstest. Gucken, ob die Kupplung funktioniert, Getriebe funktioniert, ob er vor und zurück fährt. Das Video aus dem Geist. Ja, muss ja auch, ne? Max mit Kamera im Mund. Ja. So, Probefahrt. Funktioniert ja noch alles in der Karre. Benzinpumpe liegt noch alles locker hier hinten drin übrigens.
Benzin, die Tankanzeige funktioniert. Geht die Heizung. Erster Gang. Fährt, Jungs. Ich kann jetzt gerade noch nicht so viel dazu sagen. Er fährt aber. Also theoretisch ist er gut. Praktisch muss er noch mal. Boah, das stinkt hier. Und Kupplung ist nämlich platt von dem Ding. Ja, man riecht es. Na, Kupplung nicht, aber ich sag mal, denkst du das hier? Die Bremse ist halt ein bisschen fest. Das stinkt hier echt. Ja, Bremse. Bremse. Riechst du das? Bremsbelag, ja. Ja. Das müssen wir machen von dem Ding. So, Abgase nach hinten. Warm laufen lassen, die Bude. Gucken wir mal. Ja, das hätte ich jetzt nur so ein bisschen meckern. Gibt nichts zu meckern. Doch, gibt kein TÜV. Ja, es gibt TÜV. Ach ja. Da siehst du, da fühlst du mehr. So, das war's für euch im Video. Ne, ihr habt gesehen, Auto fährt, lenkt und bremst. Aber es ist auch viel Arbeit. Hier steht er drauf, top. Haut rein, munter.